Moin, moin Leute, heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar Umweltschutz. In letzter Zeit häufen sich kritische Kommentare, wenn ich es mal ganz vorsichtig so ausdrucke, unter meinem Video Abflussverstopft, wo ich Spülmittel benutzt habe, beziehungsweise nicht ich habe es benutzt, sondern der Klempner hat es als Geheimtrick benutzt, weil er mit 5 Meter Schlauch nicht mehr weitergekommen ist, Wasser durchgespült und es trotzdem nicht abgeflossen ist. Wäre dann auch mal sehr interessant zu wissen, was die Leute denn dann machen in solchen Fall. Es entsteht überhaupt keine Diskussionskultur mehr. Das ist das, was ich momentan wirklich kritisiere an der ganzen Sache. In Spülmittel ist hauptsächlich Tenside, Farbstoff und Duftstoff drin. Tenside werden auch im Lebensmittelbereich eingesetzt, in Backenmischungen zum Beispiel. Oder in Duschgele oder Shampoos. Und logischerweise dann die Waschmittel und die Spülmittel, also das böse Wort Pril habe ich auch gesagt, da hat man mir sogar Werbevertrag schon unterstellt, dass ich mit Pril einen Werbevertrag habe. Meine Güte, Leute, was ich damit sagen will, Tenside ist auch wissenschaftlich kaum erforscht auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen. Also das heißt, es ist letztendlich Chemie, aber welche Alternativen gibt es? So, und das ist halt die Frage. Dann fällt mir jetzt wirklich nur ad hoc ein Rohrreiniger. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist, aber alleine das Reinkippen müsste man theoretisch eine Vollgesichtsmaske tragen, weil das ätzt in den Augen und in den Atemwege. Wer hat sowas zu Hause? Hat schon mal einer Rohrreiniger auf die Finger gekriegt? Das brennt wie Hulle, also als wenn man wirklich Verbrennungen hat. Also das ist alles andere als besser. Essig, schreiben auch immer viele, das ist desinfizierend. Ja, aber nicht, wenn man eine Fettverstopfung hat. Essig löst ja kein Fett auf. So. Und das wäre mein Wunsch, dass die Leute mal eben nicht diese, ich sag's auch wirklich so, wie es ist, diese Doppelmoral haben, einfach mal auch zu sagen, wie sie es denn mal lösen würden, sondern einfach pauschal kritisieren, einmal absetzen, einen unsachlichen Kommentar, aber nicht an der Diskussion teilnehmen und nicht schreiben, was man denn besser machen wollen würde. Diejenigen, die mit dem Finger auf andere zeigen, sitzen selbst oft im Glashaus, belehren andere, aber selber machen sie es auch nicht alles richtig und unterstützen sie auch Umweltfrevel auf dieser Welt. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele auf, was mir jetzt gerade so einfällt. Ich habe immer, so bin ich auch erzogen worden, auf die Umwelt geachtet. Dass ich nichts wegschmeiße, kein Kaugummi ausspucke, dass ich keinen Müll in der Natur lasse. Ja, ich rauche, ich nehme sogar meine Kippen alle wieder mit. Wenn ich irgendwo liege und am Strand bin oder wie auch immer, dann nehme ich meine Kippen mit. Ich nutze im Garten eine Heckenschere mit Handbetrieb. Ich schneide alle Äste mit der Hand. Mehr nachhaltiger zu arbeiten. So, das ist so ein Punkt, den versuche ich auch im kleinen Bereich in meinen Videos wiederzugeben, indem ich Sachen wieder aufbereite, indem ich Sachen restauriere, indem ich die Resthölzer, die Abfall sind, alle verarbeite. Bei mir kommen nur so klitzekleine Stückchen letztendlich weg, wo ich wirklich nichts mehr draus machen kann. Und diejenigen, die dann auf andere zeigen, das sind dann solche Leute, die mit einem Bläser auf dem Rücken rumlaufen, um den Laub zusammenzukehren. Und wenn sie Gartenarbeiten machen, den Häcksler holen, der Sprit verbraucht. Oder ein ganz gutes Beispiel für Billigklamotten. Auf Fridays for Future, ja, so die alle ja für dieses Thema Umweltschutz eigentlich brennen. Aber selber tragen sie Billigkleidung, selber nehmen sie haben sie Smartphones, also all das, was die Umwelt sehr stark belastet, wo Ressourcen abgebaut werden bis zum geht nicht mehr. Ich gebe jetzt nochmal das Beispiel an T-Shirts. Allein ein T-Shirt oder auch andere Klamotten, Baumwolle, ja, das Glätten,
Es muss geglättet werden, es muss gebleicht werden, es muss gefärbt werden, es muss bedruckt werden, nicht alles, aber zum Teil. Auch nicht alles, aber imprägniert wird es. Das kommt pro Kilo Textilien, das könnt ihr auch alles nachlesen, da kommt pro Kilo Textilien ein Kilo, rund ein Kilo Chemikalien. Da ist unter anderem Kupfer, Arsen, Cadmium wird verarbeitet. 17-20% weltweit an industriellen Abwassern fällt auf die Textilindustrie der Anteil. Das ist ein Wahnsinn. Da ist der viertgrößte See der Welt, der Aralsee, leer gepumpt worden. Der ist ausgetrocknet. Diese Dimensionen muss man sich mal reinziehen. Da werden jedes Jahr 266 Millionen Liter Wasser für eine Tonne Baumwolle verbraucht. 16% der Insektizide weltweit. Und wir unterstützen das, indem wir wie verrückt immer wieder neue Klamotten kaufen und es muss so billig, wie es nur irgendwie geht sein, ja, und aber zeigen dann auf irgendwen, der sein Auto draußen wäscht, ja, weil oder eine halbe Flasche Priel in den Abfluss gekippt hat, um eine Verstopfung zu lösen. Kloppen auf unsere Bauern rum, weil sie vielleicht einen Ticken mehr Gülle auf das Feld oder Pestizide sprühen. Was ja grundsätzlich richtig ist, eine Kontrolle, auch eine Vorreiterfunktion. Nur passiert das nicht hier in Deutschland. Das ist schön weit weg. Das ist genauso wie die Smartphones. Da halte ich auch nichts davon. Auch da Fridays for Future, jeder hat ein Smartphone, jeder kauft sich auch nach 2 Jahren spätestens wieder ein neues Smartphone. Da werden ganze Landstriche vernichtet, Lebensgrundlagen vernichtet. Man macht uns verantwortlich dafür, dass die Weltmeere verschmutzt sind. Uns hier in Deutschland, wo wir die behaupte ich jetzt mal, die Mülltrennweltmeister sind, da können wir doch nichts für, wenn unsere Bundesregierung und die EU Plastikmüll in dritte Weltländer exportiert. Das muss man sich einmal reinziehen. Und diese dritte Weltländer, die suchen sich da das beste Plastik noch raus, was sie da hinkriegen, und der Rest landet im Meer. Wir sollten meiner Meinung nach wirklich irgendwann mal anfangen, mal aufzuhören, so immer mit diesem Finger drauf zu zeigen, so in diesem Gut- oder Schwarz-Weiß-Denken, Gut-Schlecht-Denken. Aber dann bitte schön nicht diese Doppelmoral. Also diese Doppelmoral in der heutigen Zeit, die kann ich nicht mehr begreifen. Dass andere immer mit dem Finger woanders drauf zeigen und ich bin der Gute, du bist der Böse, du hast hier jetzt gerade Umweltfrevel gemacht, aber selber können sie sich fast alle, da bin ich mir 100%ig sicher, 99%ig sicher, fast alle an der eigenen Nase packen. Das ist so ein Punkt, da finde ich, fehlt vollkommen die Diskussionskultur. Auch unter mein Video immer nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, Gut-Böse, das ist mir zu flach. Also da funktioniert überhaupt keine Diskussionskultur mehr. Und dann, ja, unterschiedliche Meinungen, Kritik, ja, aber sie muss sachlich sein und nicht irgendwie unter der Gürtellinie auch irgendwann mal oder einmal so pauschal irgendwie so verurteilen. Das ist mir zu flach. Wenn, dann schreibt es bitte auch jetzt unter diesem Video, was ihr dazu denkt. Das würde mich sehr interessieren und da werde ich auch voll mit einsteigen. Ihr wisst ja inzwischen von mir, dass ich auch unter Kommentare fast immer antworte und dass wir da mal eine Diskussionskultur, aber bitte sachlich, weder noch in einer Richtung oder in die andere Richtung, sondern diskutieren mit den Leuten so. Das sollten wir auch irgendwann mal wieder lernen und ein bisschen nachhaltiger mit unseren Ressourcen umzugehen. Das ist für mich wahrer Umweltschutz.
So, Leute, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Das lag mir wirklich auf dem Herzen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe jetzt so einige Videos am Start. Ich habe jetzt Blumenkästen, die ich gebaut habe. 4 Stück sehr große Blumenkästen für unseren Balkon. Und ein Hochbeet, das seht ihr hier an der Seite. Das sind die Leisten für das Hochbeet, was ich gestrichen habe. Das wird jetzt auch demnächst fertig. Das kommt jetzt auch nochmal hoch. Das Hochbeet kommt übrigens auf unserem Balkon. Aber auch nicht gerade klein. 1,40 Meter lang wird das. Also spannende Projekte auf jeden Fall. Bleibt dran und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Abo. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Alles Gute. Tschüss.